Moin Moin zusammen, in diesem Video erkläre ich dir ganz einfach anhand von Beispielen alle Aufgaben, die eine Unternehmensführung so innehat. Doch zuallererst müssen wir natürlich verstanden haben, hey, was ist denn überhaupt so eine Unternehmensführung? Was versteht man darunter? Ein anderes Wort für Unternehmensführung übrigens ist auch Management, also Aufgaben des Managements. Aber Management wird es halt meist in größeren Unternehmen genannt. Also, unter Unternehmensführung versteht man einerseits die von Personen ausgeübte Funktion zur Leitung eines Unternehmens und andererseits die Tätigkeit des Führens. Also, so ein Geschäftsführer zum Beispiel oder eben so ein Manager, der muss natürlich innerhalb des Unternehmens eine Leitungsfunktion übernehmen. Der muss vorgeben, wo geht's denn hin. Aber zum anderen muss er natürlich auch seine Angestellten führen, also deren Tätigkeit dann auch zuordnen. Schauen wir uns das doch mal im Detail an. Also im Klartext, die Unternehmensführung informiert alle Angestellten innerhalb des Unternehmens und koordiniert diese auch. Und dabei muss die Unternehmensführung verschiedene Aufgaben beachten und dafür sorgen, dass diese ineinander greifen. Schauen wir uns das im Detail an. Also zum Beispiel Ziele muss die Unternehmensführung setzen. Also Haupt-, Zwischen- und Unterziele muss sie bestimmen. Und dann eben Zielkonflikte ermitteln und beseitigen. Also, was meine ich jetzt darunter? Naja, so ein Hauptziel kann zum Beispiel sein, als Unternehmen, ich möchte den maximalen Gewinn rausholen, was so geht. Dann kann so ein Zwischenziel sein, ich möchte weiterhin meine Marktanteile ausbauen. Also ich möchte zum Beispiel, dass fast jeder bei mir seine Computer zukünftig kauft. Ein anderes Ziel kann natürlich sein, so ein kleines Unterziel, dass ich immer innovativ sein möchte. Ich möchte die neuesten, die besten Computer anbieten können. Dann gibt es aber ab und zu sogenannte Zielkonflikte. Ich möchte zum einen natürlich meinen Gewinn maximieren, aber zum Beispiel möchte ich auch innovativ sein. Um innovativ sein zu können, muss ich natürlich forschen. Und forschen kostet natürlich Geld. Und das Geld, das geht natürlich von meinem Gewinn ein bisschen weg. Also da ist immer das Problem, dass die Unternehmensführung diese Zielkonflikte ermittelt und dann eben so gut es geht zu beseitigen. Ein weiterer Punkt, was dann die Unternehmensführung machen muss, ist natürlich auch planen. Also, wie macht man das? Naja, zuallererst macht man so eine kleine Ist-Situationsanalyse. Man schaut, wie ist denn der aktuelle Stand des Unternehmens. Dann bestimmt man irgendwelche Anforderungen, die man im Endeffekt an diese Situation und auch an die zukünftige Situation hat. Und dann macht man eine passende Strategie und Pläne dafür. Wie kann das im Detail ausschauen? Naja, wir haben so eine Ist-Situation. Die verkauften Stückzahlen unserer Computer gehen zum Beispiel zurück. Alles klar? Und dann muss ich mir überlegen, wie kriege ich das jetzt besser hin? Wie plane ich das am besten, um das Ganze ein bisschen entgegenzuwirken? Naja, Anforderungen, ich möchte, dass die Computer gleich bleiben. Ich möchte nichts dran verändern, könnte ich zwar, aber das ist halt jetzt so eine Anforderung, die die Unternehmensführung gestellt hat. Und dann entwickelt sie die passende Strategie. Naja, wenn verkaufte Stückzahlen zurückgehen, naja, vielleicht versuche ich ja neue Vertriebskanäle zu schaffen. Und die Strategie machen wir jetzt halt. Dann muss natürlich auch die Unternehmensführung Entscheidungen treffen. Also, das heißt, wenn irgendwelche Vorschläge reinkommen von Angestellten oder auch von Unternehmensberatern oder sonstigen, nee, dann darf die diese einfach nicht nur doof annehmen. Nein, die muss natürlich diese Vorschläge prüfen. Weil mithilfe dieser Vorschläge kann es natürlich auch sein, dass es für diese Vorschläge Alternativen gibt. Also andere Wege, und die muss sie abwägen. Und zu guter Letzt muss sie dann eben die Entscheidung treffen. Also, was meine ich damit? Na, es könnte zum Beispiel der Vorschlag kommen von einem Angestellten, hey, wir eröffnen in der Innenstadt einen neuen Laden. Dann können dort die Leute ihren Computer von uns abkaufen. Naja, aber alternativ wäre natürlich, ich verkaufe meine Computer an irgendwelche Zwischenhändler und die verkaufen die dann an die Privatpersonen. Und nun muss die Unternehmensführung entscheiden, was machen wir denn? Und sie hat sich in dem Fall entschieden, einen neuen Shop zu eröffnen. Wenn so alle Punkte rund ums Entscheiden gefallen sind, naja, dann muss die Unternehmensführung natürlich das Ganze auch noch realisieren. Also Maßnahmen ergreifen, Personaleinrichtungen und Budget bereitstellen und natürlich Aufgaben zuordnen, übertragen bzw. delegieren. Und zu guter Letzt natürlich auch motivieren und führen. Was kann ich mir darunter vorstellen? Naja, die Maßnahme könnte sein, dass ich in eine neue Lagerhalle investiere. Alles klar, das wird jetzt gemacht, wir brauchen mehr Platz, Attacke. Des Weiteren kann man natürlich dann sagen, okay, dafür brauche ich neue Lagerangestellte. Also kommt der Chef her und stellt neue Lagerarbeiter ein. Und dann gibt es natürlich auch Aufgaben, die gemacht werden müssen. Und da sagt die Unternehmensführung, hey, Mr. X, du bist jetzt zum Beispiel der Lagerhallenleiter. Und du kümmerst dich um alles. Und dadurch hat er die Aufgabe der Lagerhalle, dass da alles rund läuft, im Endeffekt
abdelegiert, übertragen. Weil so eine Unternehmensführung kann natürlich nicht alles machen. Und das ist so eine Hauptaufgabe von so einer Unternehmensführung übrigens. Und des Weiteren muss natürlich auch eine Unternehmensführung ja motivieren und führen. Also aktiv dabei sein, Leute sagen, wir sind auf dem richtigen Weg, das Unternehmen läuft Bombe, wir werden die Besten. Sehr wichtiger Punkt. Und wenn all diese Punkte schon gut funktionieren, naja, dann muss natürlich auch die Unternehmensführung kontrollieren. Und so ein typisches Beispiel für so eine Kontrolle ist dann eben die Soll- und Ist-Zustände zu vergleichen. Also, wie ist es denn aktuell und wie soll es denn im Endeffekt sein? Dann, welche Abweichungen sind dabei festgestellt worden? Und zu guter Letzt dann eben Korrekturen dabei vorzunehmen. Also, ich habe jetzt gesagt, hey, geplant hatte ich 10.000 Stück zu verkaufen, aktuell habe ich aber nur 9.000 verkauft, also habe ich die Abweichung festgestellt, es wurden weniger verkauft, als ich geplant hatte. Und nun muss man natürlich Korrekturen vornehmen. Wie kriege ich jetzt das hin, dass der geplante Zustand vielleicht noch realisiert wird? Sei es zum Beispiel, den Preis des Produktes zu reduzieren. Also du merkst, so eine Unternehmensführung hat ganz schön viel Verantwortung. Sie muss Ziele setzen, dann muss sie dementsprechend planen, Entscheidungen treffen, das Ganze dann realisieren und umsetzen und dann im Abschluss sogar noch kontrollieren. Hierbei gibt es natürlich verschiedene Wege. Ne? Ganz klassisch, hierarchietechnisch, du hast oben den obersten Chef, dann hast du vielleicht noch so einen Zwischenchef und dann gibt es unten sozusagen die Arbeiter. Und so in dieser Pyramide, wie man jetzt hier sieht, läuft dieser Informations- und Koordinationsfluss. Weil der Oberste, der Chef, der sagt zum Beispiel nach unten, hey, wir müssen zukünftig auf der Baustelle jetzt halt so und so arbeiten. Dann gibt er diese Info weiter nach unten und der gibt es dementsprechend weiter an den Arbeiter und koordiniert dann auch das Ganze. Und so läuft es immer hoch und runter. Die machen etwas, informieren nach oben und der informiert wieder nach oben. Oben die Geschäftsführung, die denkt drüber nach, macht irgendwelche Pläne und dann setzt sie das Ganze um und gibt diese Infos wieder nach unten weiter.